Wir begrüßen euch vom Dach von irgendeiner Hütte zum Let's Play Landwirtschaft Simulator 2013. Folge? Weiß ich doch nicht. 1 minus 3. Also Folge 33. Wir, wo, da. Was ist hier? Wir werden hier ganz normal, wie in der letzten Folge angesprochen, Dada-Man. Dada-Man, aber zuvor holen wir einen Anhänger. Denn wir brauchen ja irgendwas, was wir, wo wir die Scheiße wegmachen können. Ja, dann schauen wir mal, ob da hinten die illegalen Felder irgendwie reif sind oder so. Und dann die Eier werden wir abliefern. Und dann schauen wir vielleicht, dann machen wir noch was, was ich und der Tobias geplant haben. Das zeigen wir euch dann kurz vorher. Das, was wir machen. Das sagen wir euch dann vorher noch. Und vielleicht noch Gras mähen, was weiß ich. Und vor allem finde ich es ziemlich geil, wie in 2 Tagen so ein ganzes Feld heranwächst, was in der Realität genauso ist. Ja. So, jetzt mach mal die Hand da weg. Okay. Oh. Hallo. Natürlich. Ja. So, jetzt können wir mal noch ein paar Eier holen. So. Okay. Ui. Das ging aber schnell. Da war ja auch nur ein Korn drin. Stimmt, wir müssen mal versuchen, ob nur ein Korn da rein zu tun, so eine Millisekunde gedrückt, also das drücken und dann. Oh. Und dann, ob sich es dann auch da bewegt. Hier, cool gedreht. Also hier, dieses Feld können wir auch mal so ein Feld beschmücken. Hier ist alles schwarz. Ja, hier erstmal hier ist cool rausgesprungen. Hier. Ja, okay. Ein Huhn. Was hat das zu bedeuten? Okay, wir machen dann später die Eier. Holen. Wir machen dann später die Eier holen, genau. Das war schlau. Das save nur irgendwas. Ich erinnere mich an was wir mal machen wollten. Das war in Folge 6, da wollten wir im Hühnerstall das Gras wegmachen. Das brauchen die Hühner ja eh nicht. Dann ist dann halt was passiert, ne? Das Ding ist kaputt gegangen. Da haben wir es dann verkauft und neu gekauft, was ziemlich Schlauheit war. Wir fahren jetzt hier mal hier, wir drehen hier mal ganz cool da über das Feld, da ich eigentlich darüber wollte. So. Passiert ja auch nichts damit und jetzt geht's auch schon los. Oh. Steig aus! So. Oh. Freigelassen, Tobias? Ja. Freigelassen. Scheiße. Okay. So. Reden wir über die Ärzte, genau. Wir reden über Tobias. Wir reden über Marcells Arzt, Dr. Howell. Hau mich tot. Wir können auch über deinen Psychiater reden. Ja. Der hat so eine Klasse, weißt du? Und heißt, warte. Mir fällt der Name nicht ein. Marco Deigendisch ist mein Psychiater, genau. Der sieht ja auch aus wie einer. Der braucht, glaube ich, der Psychiater braucht einen Psychiater. Nee, aber das ist ja wirklich so, dass Psychiater oft einen Psychiater brauchen, dem sie das erzählen können, wenn ihnen zum Beispiel gesagt wird, ich habe jemanden umgebracht. Genauso wie Fahrer. Jeder Fahrer, oder also katholischer, hat einen Psychiater, falls ihm gesagt wird, ich habe einen umgebracht. Damit er es verarbeiten kann, wer darf ja nichts sagen. Und das war schlau. Ja, cool gedreht, ja. Und cool gedreht. Ich muss aufhören, ins Mikrofon zu pusten. Das geht schon wieder. Naja. Ja.
So, Marcel hat gerade etwa seine Tage. Sagte ich natürlich. Ich bin ja nicht Marcel, sondern Tobias. Weswegen ich das jetzt auch immer gesagt habe. Weil viele nehmen ja an, dass wir beide nur eine Person sind. Zumindest einer nimmt das an. Entschuldigung, wenn du das Video gerade schaust. Aber wir sind wirklich zwei Personen. Hallo, ich bin der Tobias und habe eine andere Stimme als der Typ neben mir, der... Typ halt. Was der Typ halt heißt. Ja, ne. Du hast gesagt, dass... irgendwas hast du gerade gesagt, dabei brauchst du den Zuschalter. So wie du es gerade angedeutet hast. Ich weiß gar nicht, was du gesagt hast, aber du hast irgendwas gesagt. Ja, ich sag dauernd irgendwas. Natürlich unnützes Zeug, was sonst? Das sieht irgendwie cool aus, wenn man so von der Seite schaut. Nicht so, etwas höher. Wir können ja jetzt einen Hubschrauberlandeplatz draus machen, so ein paar, so ein Riesen. Oh. Achso, ja, ich bin gerade etwas in Transe. Nee, in draußen, nicht in Transe. In Transe ja, drin werden. Ja, diese Ansicht ist einerseits, finde ich gut, aber andererseits hat man hier kaum einen Überblick. So, jetzt machen wir das versprochene Haar, was ich machen wollte, halt mal ein bisschen höher. So. Du hast gesagt, dass ich meine Tage hätte. Was du denn? Ja, das ich. Und dabei bist du doch beim Psychiater. Du hast doch deine Tage. Nee, ich bin bei Marco Deigendisch. Das ist was anderes. Das ist der Psychiater vom Psychiater. Und ich bin der Freund vom Psychiater des Psychiater. So, das ist schon mal ein I. Ein gelbes I. Was machst du denn jetzt? So geht aber nicht ein Haar. Hier, schau dir das mal an. Hier, ganz klein, mittel und ganz groß. Das war alles taktische Plan. Ich hoffe, ich nehme hier jetzt nichts mit. Ich will auch gar nichts mitnehmen hier. Jawohl. Denn ich möchte hier... Warte, ich mach's am besten aus. Müssen wir jetzt ungefähr die Mitte errechnen? Natürlich. Ja. Schneiden wir alles zusammen. Ich denke mal, hier ist die Mitte. Komm, ich denke, hier ist die Mitte, oder? Ja. Echt? So, hier cool gedreht. Ja, hier ganz cool. Bisschen doppelter Stärke. Ich meine, noch ein bisschen mitnehmen. Warte. Hier ganz cool. Cool gewendet. Das müsste auch mal sein, ja? Damit ich da wieder bearschen kann. So, und das wird jetzt die Thumbnail. Sieht das nicht schön aus? Ein übergroßes Haar. Ein übergroßes Haar wie Halsmaul. Wie hallo, Sito LP. Nein, das war's jetzt nicht. So. Die Folge heißt das übergroße Haar. Ja. Mein Lieblingsname. Nein. So, ich bin gerade etwas sprachlos und planlos. Und alles, was mit los aufhört. Ich bin auch schmacklos. Oho. Russland. Ausland. Ach so, Russland. Ausland. Ja, ich bin. Nein. So,
So, jetzt tun wir hier mal die Scheiße machen. Cool gedreht, cool umgefahren, cool aufgesetzt. Der versinkt ja im Stroh. Im Stroh. Im Stroh. Ach, das ist ja gar kein Stroh, stimmt. Oh. Es schwebt. Guck mal, es schwebt. Hier, Unkraut. Cool eingestiegen. Cool. Cool ausgefahren. Was ist das für ein. Hä? Was ist das? Erst ist es gelb und dann schwarz, das verstehe ich nicht. So. Ich stell mich mal da in die Mitte. Wie jeder coole Bauer, machen wir natürlich so hier einfach mal überall irgendwo rummähen. Macht natürlich jeder coole Bauer. Ich kenne natürlich auch sehr viele Bauer, die sowas machen. Ja. Natürlich. Nein, ich kenne auch noch einen Bauer, der heißt Konrad, mit dem machen wir das Let's Play Together. Ja, noch, ich weiß, noch ist er kein Bauer, noch hat er kein Let's Play von der Wirtschaftssimulator. Aber dann, wenn Let's Play Together, dann ist er ein Bauer. Und es ist jetzt, das ist keine Beleidigung, ich mache mir gerade eine coole Frisur. So, hochstehen. Punk, Hip-Hop, Sito, So. Bei dir geht es nicht. Es geht nur bei mir. Ich denke immer, wenn wir Sido-LP sagen, denke ich irgendwie immer an Sido-LP. Hä? Es gibt bestimmt eine Spray, der heißt Sido-LP. Bush-Ido-LP. Ey, voll krass konkret, mein Blog, ja. So. Okay, das hat jetzt keiner gehört. Zum Glück. Was der Marcel davon sich gibt. Der Metrischer kommt immer näher. Oh mein Gott! Ich kann super mit dem Mund putzen. Wisst ihr das schon? Durchfall, ey. 29,596 Euro. E mit zwei Strichen da halt. Oha, wie viele Missionen hatten wir? Ja. Gestern. Fünf. Das heißt 12. Dörf. Ist auch die geilste Zahl. Neue Zahl, die heißt Sito. Die kommt vor der 8 und vor der 9. 8,5 oder was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Sito, 9. Natürlich. Nein, weil wir, ich bin ja 13, er ist 14, also zwischen 13 und 14. Sie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Sito, 14. Nächstes Jahr ist dann zwischen 14 und 15, natürlich. Ja. Wenn ich nochmal 8,5 Punkte gebe, schreibe ich einfach, beim Release der Woche, schreibe ich einfach Sito hin. Sito Punkte. Oh, das Haar, jetzt ist es weg. Jetzt ist es nur ein krüppeliges D. So. Was ihr auch immer da gerade seht in dem Bild, aber naja. Nein. So, das nächste, was ansteht, mache ich ja. Ho, ho, ho.
Oder nee, nach einer halben Stunde wechseln wir einfach. Sagen wir so, nach einer halben Stunde Aufnahmesession wechseln wir. Nein, wir machen es so nach einer halben Stunde immer. Das ist jetzt so, Regel. Muss ich dran halten, ne? Gesetz. Sieht halt, wie ist das Gesetz. Mhm. Wir fahren super tolle 10 km/h. Ja, stimmt, eigentlich können wir mit dem Metrische bei Need for Speed antreten, ne? Ja, da fahren die Autos genauso schnell. Mach mal Nitro an hier. Wow. Okay. Das ist der Nitro, der Staub da. Unser Staub ist, Oh nein, ich hab durch die Nase gelacht. Das darf nicht passieren. Nochmal neu. Nein, ich kann nicht anders. Ich kann nicht künstlich lachen. Das hört sich dann so an. So. Oh. Pipi! Ja, hier die letzte Furie. Genau. Der letzte Sommer. Oh, oh, oh. Aber es gibt dieses Jahr gar keinen Sommer. Und der letzte Winter. Der letzte Sommer, der so kalt ist wie ein Winter. Geiler Songtitel, oder? Lass uns einen Song schreiben. Der letzte Sommer, der so kalt ist wie der Winter. Aber das würde dann heißen nicht, dass, also, dass der Sommer so kalt wie der Winter ist, der Songtitel, sondern würde dann heißen, das ist der letzte Sommer, der so kalt ist. Das heißt, immer danach ist es warm. Das können wir nicht sagen. Du hast recht, der Sommer ist nicht genauso warm wie der Winter. Der Winter war nämlich wärmer. Oh, ho, ho, ho. Oh mein Gott. Scheiße. Ich hab durch die Nase gelacht. Okay, das muss ich jetzt auch nicht tausendmal sagen. Ich sag einfach immer, wenn ich durch die Nase lache, hab durch die Nase gelacht. 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 Wenn ich atme, ich atme jetzt. Ich atme jetzt. Ich hab durch die Nase gelacht. Die neue Art zu Let's Playen, ja?